Mir, nur für den Fall. Ja, klar, es ist so eine Tür. War ja so offensichtlich. Ist da jemand? Nee, irgendwie. Ich weiß, dass da jemand ist, aber da ist irgendwie auch niemand. Zwei Personen. Schönen Dank auch. Wieso kann ich mich hier nicht nach rechts gucken lassen? Hier. Ist schon ein bisschen gemein. Gerade bei so einer Kamera ist es doch sehr hilfreich. Okay. Wir wurden jetzt mehr oder weniger gesehen. Das ist aber jetzt sekundär. Oh, jetzt kommt einer von rechts rein. Sehr gut. Okay, beide muss ich jetzt mehr oder weniger. Eins. Okay, wir warten, bis er zum letzten Mal, nächsten Mal geschossen hat. 21, 22, 23 und Schuss. Scheiße! Und wieder einer weg. Das sieht jedes Mal die Spucke wegfliegen hier. Dann bleibt einem glatt die Spucke weg. Tabulator zum Lesen drücken. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Alle möglichen PDFs. Hier das rein, Alter. Grayson hat eine neue Lieferung reingekriegt. Du brauchst alles vor oder nach der Tour. Heute Nacht Waffen, Munition, Upgrades, rede mit ihm. Verlassene Tankstelle an der zweiten Straße downtown und sag ihm, Molson schickt dich. Okay. Okay, Akolidas, heute Nacht geht's los. M-Junction, Punkt 1-4. Nach, wer zu früh kommt, fällt auf. Wer zu spät kommt, bleibt zurück. China Boy hackt uns rein. Dürfte keiner da sein, außer ein paar Guardias. De Securitas. Von denen kennen wir die Patrouillenwege. K-Rod, du kümmerst dich um den Fall, dass du den aktivieren müsstest. Der Code ist 15-5. Okay, treten wir den Körperverschmutzern in den Arsch. Okay, wunderbar. Phil, wir haben ein Problem mit dem Fließband. Okay, das kenne ich schon. Eigentliche Moody, lass 30 Minuten bei euch sein. Okay, hatte ich auch schon. Auch schon, auch schon, auch schon, auch schon, auch schon. Theoretisch, ja. Yep. Und E-Books, nieder mit denen und hast du nicht gesehen? Okay. So, was haben wir denn alles im Inventar? Das ist deswegen doch ganz schön überfüllt. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen naja, Ordnung reinbringen. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt? Ich würde das Ganze bewegen wollen. Untersuchen, fallen lassen, bewegen. Genau. Dann bewegen wir das hier mal hin. Bewegen das mal dahin. Und bewegen das mal dahin. Und bewegen das mal dahin. Okay, jetzt dürften wir es auch fast schon haben. Und was ist das denn? Standardgewehrmunition und Standardgewehrmunition. Die kann man drehen. Sehr interessant. Untersuchen, fallen lassen, kombinieren. Rechte Maustaste drehen. Geil. Das ist ja mal cool. Fetzig. Bewegen. Rechte Maustaste zum Drehen. Dahin. Wunderschön. Okay, nehmen wir das noch zum Bewegen. Rechtsklick dahin. Und bewegen, wenn es geht, dahin. Bewegen, dahin. Ist das eigentlich dasselbe Bier? Ach, Bier wird immer einzeln gezählt. Das ist ja gemein. Na gut. Elektropfeile. Das hier müssen wir erstmal bewegen. Das kommt dahin. Das hier bewegen Elektropfeile hierhin. Das sind Schockgranaten. Die werden auch mal noch extra gezählt. Die haue ich auch mal dahin. Revolvermunition. Das ist auch eine Pistole. Der Revolvermunition gehört irgendwo anders hin. Pistolenmunition. Okay. Bewegen. Dahin. Bewegen dahin. Das Bier kommt mit. Kommt mal hier hin. Bewegen dahin. Bewegen dahin. Schmerzmittel haben wir auch noch eins. Bewegen dahin. Bewegen dahin. Jetzt haben wir noch die beiden. Die gehören, wie gesagt, hier hin, damit es. Ja, Schockgranaten eben. Alles mit Elektrizität. Hier wird ein bisschen geordnet. Standardgewehrmunition, die werden wir hier genommen. Betäubungspfeile, die gehören mal bewegen. Obwohl, bewegen, die gehören mal mit hier hin. Bewegen, Rechtsklick, dahin. Was haben wir hier? MP-Munition. Oh, das ist eigentlich die richtige. Kann man das austauschen? Kann man sogar. Sehr schön. Bewegen das da hier hin.
Was ist das eigentlich? Whisky, sehr schön. Das gehört mal mit zu den Bieren. Mit hier hoch. Revermunition. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen geordnet. Wir sollten aber vielleicht ein bisschen auf Maximalplatz umordnen. Somit werden wir das hier dahin legen und das hier dahin. Den Whisky bewegen wir mal hier hoch. Die Revolvermunition bewegen wir mal hier hin. Die bewegen wir mal dahin und die bewegen wir mal dahin. Betäubungspfeile bewegen, Rechtsklick dahin. Und Standardgewehrpfeile, Moment, wie machen wir das mal? Die bewegen wir mal dahin. Die bewegen wir dahin, das bewegen wir dahin und die bewegen wir nochmal nach unten. So, jetzt haben wir eigentlich theoretisch maximalen Platz. Auf sehr, ja, große Reichweite. Nehmen. Hat er nicht noch irgendwo eine Waffe rumliegen? Da. Obwohl, ich kann es ja eigentlich hier liegen lassen. Okay, haben die noch irgendwo eine Waffe gehabt? Nope. Ist auch nichts an. Die Zeitung ist mal wieder. Okay, das separat ist. Oh, zerbrechen. Wieso sollte ich das? Wieso sollte ich mir die Mühe machen, das kaputt zu machen? Ah, noch ein E-Book. Self Industries für ein. Kann ich das nicht irgendwie ausmachen? Oh, okay, gut. So, weil ich will das hier durchlesen, das stört nur im Hintergrund. Self Industries für ein besseres Morgen. Wie sind wir so weit gekommen? David Zaref hat einen Traum. Er träumt davon, eines Tages eine Technologie zu entwickeln, die die Welt verändert. Und er träumt davon, dass sein Unternehmen der Schmelztiegel dieser Veränderung sein würde. 2007 öffnete Zaref Industries in Detroit seine Tore und verhalf der Stadt durch die Ansiedlung einer zukunftsträchtigen Industrie zu neuer Blüte. Zarefs Forschungen und Entwicklungen im Augmentierungssektor sind Sinnbild des menschlichen Strebens nach einer besseren Zukunft. Der als Freigeist und Querdenker bekannte Firmengründer hat eine Gruppe gleichgesinnter Wissenschaftler um sich geschart, die sich wie Daryl Zaref selbst nicht mit der Philosophie führender Unternehmen identifizieren konnten oder wollten. Heute, 20 Jahre später, steht Zaref Industries für Originalität und Innovation in Wirtschaft und Wissenschaft. Wunderbar. So, jetzt gucken wir mal nochmal fix hier in die. Hier. Da war nämlich irgendwo ein E-Book. Das haben wir nämlich jetzt gelesen. Wunderbar. Okay. Also speichern wir mal. Dann gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Und dann müssen wir auch schon fast schon wissen, wo wir lang müssen. So, jetzt muss ich aber mal gucken hier. Wo ist denn jetzt mal die nächste? Die nächste Kamera war rechts. Die hat mir so ein bisschen ins Bein gepinkelt. Dann hatten wir hier noch eine Kamera. Läuft die jetzt in meine Richtung oder entgegen? Nein, die geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Und ja, hier brauchte ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr zu machen. Dann gehen wir jetzt einfach mal gegen Süden. Und super. Ich kotze diese Dinge einfach an. Burn in Hell. Das W. Burn W. Hell. Wer ist. Klingt fast wie ein Eigenname, aber naja. Gut, dadurch, dass wir jetzt hier so weit gekommen sind und irgendwo niemand ist, auch nur. Ah, sehr schön. Ich denke mal, das Ding ist zu, ne? Ja, genau. Wir müssen hacken. Dann hacken wir mal. So, dann hacken. Okay. Was ist das hier für eine Linie? Ich weiß jetzt nicht genau, was das hier. Ach, die ist in die Richtung bloß. Okay. Die Pfeile sollten big. Tick deutlicher sein, finde ich. Ich finde, die sind nicht so gut zu erkennen. Eine gepfeilte Linie wäre für mich ziemlich schöner. Aber naja, ist alles wegen der Optik. Das ist auch noch so ein extra Notizding. Gut. Ich müsste das hacken, das hacken und das hacken und das hacken. Und komm schon. Ich kann hier oben nicht draufklicken, weil das total auf den Sack geht.
Na komm schon. Zugriff gewählt. Ah, geht doch. Script Kitty. Ja, wunderbar. Ach, also, das Ganze. Ein klein wenig nach unten zu verschieben, wäre für mich jetzt nicht so das Problem gewesen. Ach so, das Rote hier unten ist also für das Gegennetzwerk und alles andere, diese ganzen Symbole sind für mich. Gut, schön zu wissen. Speichern wir mal. Was haben wir denn eigentlich alles so an tollen Waffen hier? Wunderbar. Okay, ja, wir benutzen trotzdem nicht den ganzen Müll. Wir haben unsere Elektroschockpistole und die wird wahrscheinlich uns das ganze Spiel begleiten, da man selbst damit irgendwelche Mechs oder so auseinanderbauen kann. Okay, jetzt haben wir wieder automatisch gespeichert. Wo muss man jetzt hin? Hier wird wieder ein großer Kampfbereich sein. Hier hinten müssen wir zu dem Taifun-Bergen-Dingens. Rechts ist noch ein kleiner Raum, genauso wie links. Das bedeutet, wir werden uns hier wirklich... Ja, wir werden hier sehr viel Spaß haben. Hä? Was ist denn hier los? Gut, die laufen jetzt hier vor. Ich schätze natürlich ziemlich schnell aus. Ich habe 4, glaube ich, gezählt. Einer links, 2 Mitte, einer da... Ganz hinten vielleicht? Keine Ahnung. Okay, 4 maximal. 3 bis jetzt auf dem Schirm. Da hinten ist bis jetzt noch nichts. Ich könnte vielleicht die Treppen hochgehen, aber das bringt mir vielleicht auch nichts. Hier hinten könnte ich erstmal um die Treppen herumlaufen. So, dann jumpen wir uns mal hier durch die Gegend. Was ist das? Kann ich das Ding... Ach nee, gut. Nee, hä? Sah aus, als ob man das hätte benutzen können. Okay, eine Person, die in die Richtung schaut. Vielleicht 2 Personen, die in diese Richtung schauen. Okay, wieder einer weniger. Da hinten ist noch einer. Oh shit, da könnte mich sehen. Nicht gut. Ja, klar, wenn hier jemand so eine Kampfrolle macht. Wenn jemand eine Kampfrolle macht, ist das sowas von offensichtlich, Mann. Okay. Ich hoffe einfach nur, ich ducke mich noch. Was ist los? Das hat niemand mitgekriegt. Was sind das denn bitte für Säcke? Unmöglich. Na dann. Okay, nehmen wir das mit. Super, wundervoll gemacht. Was ist? Okay, gut, ich habe ihn getroffen. Sehr schön. Gut, der ist zu weit entfernt. Oh oh, von links kommt auch noch was. Bam, ins Gesicht. Okay. Alles nehmen. Nehmen wir das auch noch mit. Und von rechts kommt, glaube ich, auch noch mal einer. Was nimmt man da? Hier ist noch die Pistole drin. Oh Gott, nee, wir legen mal lieber außen herum. So, was haben wir denn hier hinten noch? Da ist einer. Schöne Kampfrolle gemacht. Wunderbar. Oh Gott. Hallo? Oh Gott. Shit. Okay, ich dachte, man hätte irgendwie sprinten können, während man geschlichen hat, aber die ganze Sache ist deswegen doch etwas nach hinten losgegangen. Okay. Machen wir es jetzt besser. Ja, wo war ich jetzt eigentlich? Ah, genau, hier war ich. Oh shit. Okay, einer weniger. Das ist genau da. Wunderbar. So, da hinten ist noch einer. Ja.
An den kommen wir jetzt auf die wahrscheinlich krasseste Art und Weise. Wir schleichen uns von hinten an und knocken ihn aus. Das Coole ist, die können nichts dagegen tun. Das ist schon lustig. Ich glaube, das wird später wahrscheinlich nochmal zu einem kleinen Problem. Oder großen, je nachdem, wie man das sieht. Ja, hier hätten wir nichts, oder? Nee, ist nichts. Hier in der Mitte ist dann, obwohl, Energy-Riegel. Ja, Cash. Wenn diese gelben Tische hier stehen, dann kriegt man so derbst. Man weiß noch nicht mal, ob hier überhaupt was angezeigt wird, weil hier so viel ist. Weil man hätte ja zu ziemlich alle. Naja, man könnte aus allem von diesen Dingern irgendwas zusammenschustern. Das wäre jetzt nicht das Problem. Okay. Also der Kampf war jetzt sehr angenehm, schnell, effizient. Dadurch, dass man ja wirklich permanent am Schleichen ist, man ist nicht gezwungen, sich jedes Mal in Deckung zu geben oder zu begeben. Man kann einfach sich. Ja, so wie man lustig ist, einfach hier durch die Kante schleichen. Und genau das ist eigentlich immer meine Lieblingsart und Weise zu. Ach, E ist gleich alles nehmen. Das ist doch mal toll. Wunderbar. Dann benutzen wir das jetzt immer. Da muss ich nicht jedes Mal mit der Maus da draufklicken. Okay. Ja, das funktioniert echt. Sehr schön. Also, wo gehen wir jetzt dahin? Das ist so ein separater Gang. Gucken wir uns dann nochmal hier dieses Ding hier an. Ist denn hier noch irgendwo eine große Kiste, die einen Lüftungsschacht hätte verbergen können? Ja, genau, das sind meistens immer meine Lieblingskisten. Hier gibt es eine normale Aufzug, die brauchen wir jetzt nicht. Okay, wo ist jetzt mal. Da. Nö. Gut, das ist jetzt ja wieder der große Raum. Obwohl, ich würde gerne mit dem kleinen Raum beginnen. Oder nee, noch besser. Ich gehe erstmal hier eine Etage weiter nach oben. Wäre hier ein Gegner gewesen, hätte der mich wahrscheinlich sofort mitbekommen. Und hätte Alarm ausgelöst. Man hätte natürlich auch irgendwie hier hochspringen können. Aber ich glaube, das ist dann zu viel des Guten. Okay, man kommt hier nicht dahin. Das wird dann wahrscheinlich dieses separate Büro gewesen sein, was man vorhin gesehen hat. So, wo kommt man denn mal hier hin? Das ist ein gelockter Bereich, in den kommt man jetzt noch nicht. Storeroom hast du nicht gesehen. 602 oder was auch immer. Okay, Moment. Ja. Da war doch hier noch einer. Genau den. Ja, der ist auch aus. Na gut, den hatte ich schon. Alles doppelt und dreifach nochmal untersuchen, damit man ja nichts liegen lässt. So, okay, hier ist niemand. Das ist sehr schön. Nichts. Hat man denn vielleicht noch hier irgendwas zum Lesen? Irgendein E-Book oder so? Apropos E-Books, kann ich auch mal gucken. Nee, gut, nichts. Ha. Gähnende Leere. Sehr, sehr, sehr gähnend. So, und jetzt in die andere Seite. Schauen wir mal. Speichern, ducken und ran. Was ist denn das hier bitte? Wenn man jetzt hier reinguckt. Dieser große, nicht zugängliche Bereich, was ist das? Was kann das nur sein? Vor allen Dingen sind hier überhaupt keine Gegner. Was ist denn hier bitte los? Ja, überhaupt keine Gegner. Ah, war ja so klar. Ich glaube, ich bin an irgendwas vorbeigelaufen. Ja, Splittergranate, Dankeschön. Hier wird natürlich sehr gut gebraucht. Okay, überall kleine Seraph-Päckchen, die brauchen wir jetzt nicht. Und da rein. Ich will wissen, wo ich hier rauskomme. Ah, immer wenn man irgendwo durchläuft, bekommt man einen Bonus des Reisenden. Na toll. Hallo? Schlechter Griff. Ja, das ist ein schlechter Griff. Kann man immer gegentreten? Mann. Die Spiele haben sich mittlerweile wirklich so weit entwickelt, dass die alles wunderbar, naja, anzeigen können. Das Einzige, was sich nicht so wirklich gut entwickelt, sind die. Ja, schlechter Griff wirklich. Okay. Obwohl. So, da können wir das mal dahin tun. Wunderbar. Das Einzige, was ich. Vor allem jetzt schon wieder solche Kisten. Es sind immer diese Kisten, die irgendwas, wo drauf steht, bitte handle with care, genau.
Es sind immer die Kisten, die ganz was Besonderes sind, aber na gut. Ja, nochmal drauf zurückzukommen. Die Spiele haben sich mittlerweile so weit entwickelt, dass die alles Mögliche wunderbar anzeigen können und Grafik und hast du nicht gesehen. Aber das, was essentiell ist, die Steuerung und Kleinigkeiten. Und ich habe bis jetzt noch kein einziges Spiel gesehen, bei dem man treten konnte, außer Darkness Earth Might & Magic. Und das war super.